Ich habe so die leise Vermutung, dass wir viel zu selten über die Eigenmarken der Drogerie reden. Und deswegen zeige ich euch ein paar meiner Favoriten von Isana und von Balea. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Dieses Video dient als kleine Inspiration dazu, auch mal genauer bei den Eigenmarken hinzuschauen. Wir sind hier ja immer sehr Team Günstmauslastig. Ich zeige euch hier immer die günstigsten Produkte aus der Drogerie, aber die günstigsten Produkte findet ihr natürlich von den Eigenmarken. Und deswegen habe ich einfach mal meine Favoriten rausgesucht und wir verlieren gar keine Zeit. Macht euch einen Screenshot, schreibt euch die Produkte auf, geht einmal durch die Drogerie und schaut euch wirklich genau die Eigenmarken an. Es gibt mittlerweile von Isana und von Balea fast zu jedem Produkt, was ihr in der Drogerie seht, ein Pendant. Sei es eine Lidschattenpalette zu einem teuren Produkt, seien es vor allen Dingen Skincare-Produkte oder aber auch einfach Pflege. Wir starten mit dem ersten und das ist ein Sonnenschutz, aber nicht so ein klassischer Sonnenschutz, sondern etwas, was einfach super praktisch ist. Von Sundance. Das ist der Lichtschutzfaktor 50 plus sehr hohe Sensitiv-Kombi-Sonnenschutz, Creme und Stift. Ihr habt auf der einen Seite einfach eine Sonnencreme, die ist gut, die benutze ich meistens nur zwischendrin. Ich habe das in meiner Tasche mit dabei, einfach um zwischendrin Lichtschutzfaktor wieder so ein bisschen zu reapplizieren. Gerade auf den Händen. Vergesst eure Hände nicht. Vergesst eure Hände nicht. Ich sehe es, wenn wir in 40 Jahren, 50 Jahren unser Gesicht immer mit Sonnenschutz eingecremt haben, aber unsere Hände nicht. Man sieht den Unterschied. Vergesst eure Hände nicht. Dafür ist das perfekt. Aber vor allem wegen dieses kleinen Bällchens hier oben mit dran. Hier ist ein Lichtschutzfaktor-Stick mit drauf. Und was ich damit immer mache, ist, ich gehe hier einfach über meine Ohren. Ich gehe damit über meine Lippen mal schnell. Könnt damit auch über die Hand gehen. Ihr könnt, wenn ihr ein Kind habt und das nicht dieses cremige Gefühl an den Ohren, am Nacken nicht mag, drauf. Fertig. Super, super praktisch. Hier sind 20 Milliliter in der Creme und 3 Gramm in diesem Bällchen. Das benutze ich natürlich nicht jeden Tag, den ganzen Tag, sondern immer nur situativ. Also, ich sitze lange im Auto, die Sonne scheint mir eine halbe Stunde auf diese Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Geht schnell, du hast nicht so schmierige Hände. Sehr, 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 sehr praktisch und recht schnell. Sonnen- und Kälteschutz. Das ist nämlich der Vorteil. Selbst wenn ihr vielleicht im Winter mal in den Skiurlaub fahrt, ne, vergesst nicht, dort ist die UV-Strahlung auch sehr hoch. Aber gerade an den Lippen ist es ja oft so, dass durch die Kälte dann die Lippen aufplatzen. Ihr habt so, es ist halt wie so ein Labello, ne? Aber mit Pflegestift. Rüber, fertig. Lichtschutzfaktor und Schutz. Habe ich so in der Drogerie auch von keiner anderen Marke in der Kombination gesehen. Deswegen mag ich das sehr, sehr gerne. Wir bleiben einmal ganz kurz bei Balea. Und da habe ich noch dieses Mäuschen hier. Das ist aus dieser Beauty Expert Reihe. Die heißt bei Balea Beauty Expert. Bei Isana ist es die Wirkstoffreihe. Ich habe hier gleich noch das Pendant. Gleich. Das ist ein bisschen verwirrend. Vitamin C Eye Booster. 2% Vitamin C und 2% Koffein. Das ist eine Creme. Die ist ziemlich, ziemlich gut abends. Ihr habt hier eine recht reichhaltige Textur. Das reicht für mich für ungefähr eine Woche. Also ihr braucht davon wirklich nur eine ganz kleine Menge. Eine sehr schöne, dicke Creme mit Vitamin C zur Aufhellung. Koffein, um die Augenschatten so ein bisschen zu minimieren, um Schwellungen zu reduzieren. Funktioniert sehr gut. Ich habe damit ein einziges Problem und zwar ist es, dass sich Make-up darüber meistens abrollt. Nicht alles, aber die meisten Produkte vertragen sich hiermit leider nicht ganz so gut. Ich trage mir das meistens abends auf. Morgens habe ich das hier von Isana. Das ist recht neu und das ist genial. Erstmal das Packaging ist eine 10 von 10. Ich wünsche mir bitte von Isana, ich weiß, ihr seht das Video, dieses Packaging in groß für die anderen Produkte, weil es noch hygienischer ist als diese Glasflakons. Ihr habt hier, es sind Plastiktiegel oder ein Plastikpipette und ihr habt hier wie so eine kleine Kanüle. Das ist das Eye-Serum von Isana. Auch hier 2% Koffein, aber 2% Guarana-Extrakt. Das sorgt einfach nochmal mehr für diese Abschwellung und das finde ich tagsüber ist das absolut genial. Es rollt sich nicht ab, es zieht super schnell ein und die Verpackung ist einfach spot on. Ihr habt hier hinten so einen druckempfindlichen Punkt. Raufdrücken, ein Tropfen. Ihr habt genau die richtige Menge. Diese Verpackung, ich weiß nicht, wer diese Verpackung entwickelt hat, irgendjemand wird es mal getan haben. Schmusi für dich. Genial. Ihr habt einfach eine ganz schöne, wässrige, schon fast, ich will nicht sagen ölige Textur, aber sie ist sehr, 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 sehr weich. Sie zieht super schnell ein. Die Augenfältchen werden so ein bisschen reduziert, die Haut wird einfach aufgepolstert und es schwillt ab. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das in den Kühlschrank, 10 von 10. Genial. Was auch gut funktioniert, abends mache ich erst das
Und dann das oben rüber. Dann habe ich einfach nochmal so eine doppelte Power. Guarana, Koffein, Vitamin C. 2 plus 2 ist nicht gleich 4. Es ist immer noch 2% Koffein. Die Rechnung funktioniert so nicht. Aber es ist trotzdem die Kombination sehr, 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 sehr gut. Ein Produkt, was ich euch schon neulich mal gezeigt habe. Aber ich glaube, es war bei TikTok oder bei Instagram. Ich weiß es nicht mehr. Ist dieser Pinselreiniger. Der ist von Ebelin. Es gibt ihn auch von Isana. Ich habe ihn nicht von Isana. Oder For Your Beauty heißt es da, glaube ich. Das ist ein Produkt, das würde ich nicht unbedingt benutzen, um nur damit meine Pinsel sauber zu machen, aber gerade wenn ich unterwegs bin. Ich war ja neulich auf Mallorca, habe eine Braut geschminkt und ich wollte nicht 500 Pinsel mitnehmen. Aber ich hatte das hier mit dabei. Nehmen wir mal diesen Pinsel hier. Da habe ich jetzt Bronzer mit aufgetragen. Einmal gut schütteln. Könnt ruhig eine Menge nehmen. Ich liebe den Geruch. Es riecht so ein bisschen wie Nagellack, wie dieser Mandelduft in Nagellackentferner, aber ohne den Duft von Nagellackentferner. Kurz einwirken lassen. Ich halte ihn dann immer so. Hab hier jetzt mein weißes Zewa. Zack. Saubere Seite, kommt immer noch ein bisschen was raus. Und der Pinsel ist natürlich nicht komplett sauber, aber er ist so sauber, dass man ihn hygienischer am nächsten Tag benutzen kann. Wenn ihr also ein Problem habt mit Unreinheiten auf eurer Haut und ihr vermutet, dass es eventuell davon kommen könnte, dass ihr nicht regelmäßig eure Pinselchen wascht, ist das eine gute Alternative, um zwischendrin einfach sehr hygienisch zu arbeiten. Es braucht einen kleinen Moment, ich habe jetzt sehr viel benutzt, es braucht einen kleinen Moment, dass es trocknet. Bei Puderpinseln. Ja, ist nicht ganz so schlimm. Da kann man auch mal 5 Minuten warten kurz. Es riecht sehr gut. Der Pinsel ist so ein bisschen desinfiziert. Er ist nicht sauber sauber. Aber er ist so sauber, dass man ihn gut benutzen kann. Gerade wenn man auch zwischen Farben vielleicht wechseln möchte. Ich zeige euch das jetzt nochmal an einem Lidschattenpinsel. Der ist sehr, sehr bunt. Der wird mit Sicherheit auch die Haare so ein bisschen eingefärbt haben. Kurz einwirken lassen, wenn man zwischen zwei Farben vielleicht mal wechseln möchte. Boom. Sauber. Ist super, super günstig und sehr, sehr praktisch. Wir kommen noch mal so ein bisschen zu Skincare und da muss ich ehrlich sagen, bin ich eher Team Isana. Es gibt ja einmal, wie eben schon angekündigt, einmal die Wirkstoffreihe von Isana und die Beauty Expert Reihe von Balea. Ich bin eher ein Freund der Wirkstoffreihe von Isana. Da habe ich drei Produkte, die ich euch gerne zeigen möchte. Einmal das Glycerin und Aminosäuren Glycerin Serum. Das ist Feuchtigkeit pur. Könnt ihr morgens, könnt ihr abends benutzen. Glycerin ist einfach ein super, super feuchtigkeitsspendendes, feuchtigkeitbindendes Produkt. Es ist ähnlich von der Konsistenz wie eine Hyaluronsäure. Nicht zu flüssig, aber auch nicht zu dickflüssig. Auch das fühlt sich so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal schmierig, weil ich glaube, die meisten damit was anfangen können. Aber das ist das Glycerin, das bildet wie so ein Schutzfilm auf der Haut, der einfach dafür sorgt, dass die Feuchtigkeit, die schon in der Haut ist, nicht weiter evaporieren kann. Wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. Ganz, ganz toll. Es macht die Haut super, super glatt und hinterlässt aber keinen öligen Film und keinen glänzenden Film. Ich weiß, viele Leute, gerade wenn ihr texturierte Haut habt, wollen keinen Glow, brauchen aber Feuchtigkeit. Es gibt Feuchtigkeitsprodukte, die glowen einfach allein von der Formulierung her schon so, dass es einfach ein bisschen praller und voller aussieht. Hier absolut gar nicht. Ihr habt es fast schon ein mattes Gefühl. Ihr könnt es sehr, sehr gut als Primer benutzen, weil es so ganz kleines bisschen klebrig wird. Ne? Also das müsst ihr wissen, es wird klebrig. Das ist das Glycerin und das ist vor allen Dingen sehr hochkonzentriert hier mit drin. Auf der anderen Seite, wenn ihr eher zu Rötungen neigt, wenn ihr eine sehr gereizte Haut habt, kann ich euch noch das Balance Serum empfehlen. Das kommt in einem nicht durchsichtigen Glastiegel, 5% Panthenol und 5% Squalan. Squalan ist ja auch sehr feuchtigkeitsspendend. Panthenol, ich denke bei Panthenol halt automatisch immer an Bepanthencreme. So, und egal was ich habe, ich benutze Bepanthencreme. Pickel, Bepanthencreme. Habe ich hier ein bisschen geknispert? Bepanthencreme. Einfach zur Wundheilung. Und gerade wenn ihr so eine sehr unruhige Haut habt, wenn ihr vielleicht aufgeplatzte Lippen habt, drauf. Das ist eine weißliche, recht dicke Textur. Sehr, sehr reichhaltig. Also da merkst du schon die Reichhaltigkeit mit drin. Auch das zieht gut ein. Es braucht natürlich ein bisschen länger als das Glycerin-Serum. Ganz, 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 ganz tolles Gefühl auf der Haut. Das ist aber eher so eine Effektivität. Also das macht etwas mit der Haut. Ich bin aber manchmal auch, und das wisst ihr ja, manchmal einfach sehr gereizt. Auch so gereizt, aber vor allem meine Haut ist sehr gereizt. Ich muss dazu sagen, ich liebe meinen Job, aber meine Haut ist natürlich dadurch nicht so erfreut. Die wird einfach durch sehr, sehr viel gebracht. Viele verschiedene Produkte, egal ob ich sie vertrage oder nicht. Ich teste natürlich sehr, sehr viel aus. Ich probiere sehr viel aus und meine Haut kann sich nicht so an eine Routine wirklich gewöhnen. Was auch auf der anderen Seite gar nicht so schlecht sein kann, weil die Haut dann irgendwie, die ist halt immer so ein bisschen gefordert.
Aber es gibt Tage, da kann ich nicht. Da will ich nicht, da muss meine Haut einfach auch mal Ruhe haben. Kein Make-up, keine großen Aktionen damit. Und dafür ist dieses Rebalance-Serum sehr, sehr gut, weil es einfach super beruhigt. So kleine entzündete Pickelchen gehen dadurch gut weg. Es ist tiefenentspannend, die Haut ist trotzdem mit Feuchtigkeit versorgt. Und die liegen bei 4,99 € oder 5,99 €. Kommen wir einmal ganz kurz zum Make-up. Ihr fragt euch sicherlich, Maxim, du redest so viel über Skincare, aber dein Make-up sieht heute so nice und so wenig und so natürlich aus. Und ich sage euch selbstverständlich auch, was ich benutzt habe. Ich habe nämlich wieder das Magic Finish für mich entdeckt. Gerade bei den Temperaturen jetzt. Wir haben 30 Grad heute da draußen. Ich möchte die Haut ausgeglichen haben und ich möchte nicht zu viel haben. Und dafür war das Magic Finish einfach perfekt. Und es gibt sogar gerade eine kleine Geburtstagsaktion mit einem wunderschönen Set. Ihr seht es hier schon, hier ist einmal ein Armband mit drin gewesen. Denn es gibt auch hier wieder eine neue Limited Edition des Magic Finish. Einmal in der klassischen Version. Und es gibt dasselbe Set auch, weil das immer von euch kam. Ja, aber ich will eigentlich das Summertan haben. Es gibt jetzt auch das Set mit dem Summertan da dran. Das ist jetzt das Klassische und schaut euch bitte einfach mal an, wie schnell das Ganze ging. Es hat ohne Schnitt vielleicht 30 Sekunden gedauert, das Ganze einzublenden. Die Haut ist ausgeglichen, die Haut ist perfektioniert und das Produkt kombiniert so ein bisschen Make-up, Puder, Concealer, Primer in einem. Die Haut ist glatt, es hält sehr, 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 sehr gut. Ich ergänze das Ganze dann immer noch ein bisschen mit Concealer, ein bisschen Bronzer und ein bisschen Blush und dann. Das kennt ihr aber schon, das habe ich euch schon so oft gezeigt, ist in diesem Set auch das Final Touch Setting Powder mit drin, welches eure Haut einfach sehr, sehr gleichmäßig macht. Es mattiert, es sieht sehr, sehr ebenmäßig aus. Die Haut ist so ein bisschen wie glatt gebügelt, so ein bisschen diffus und das fixiert das Make-up natürlich auch sehr gut. Das könnt ihr unabhängig vom Magic Finish tragen, auch wenn ihr vielleicht eine Foundation habt, die euch vielleicht ein bisschen zu schnell glänzt. Final Touch Setting Powder. Die Poren werden ausgeglichen, die Poren werden minimiert und die Haut sieht einfach ganz, ganz ebenmäßig aus. Im Anschluss bin ich dann einfach mit dem Fixing Spray rübergegangen. Das ist meiner Meinung nach eine der besten Alternativen zu meinem eigenen oder dem von Charlotte Tilbury. Einfach ein ganz, ganz tolles Spray. Zieht schnell ein. Ich reagiere darauf nicht sensibel in den Augen. Das habe ich ja auch bei vielen, vielen Sprays. Und in diesem Set ist natürlich auch einmal das Armband mit drin. Das hat sich hier drin versteckt. Und der Beauty Sponge, den kann man meiner, wie ich finde, immer gebrauchen. Aktuell gibt es aber generell sehr, sehr viele Aktionen bei Asam wieder. Also da könnt ihr gerne einmal unten vorbeischauen und mit meinem Rabattcode könnt ihr da natürlich auch wieder eine Menge sparen. Also probiert das Magic Finish mal aus. Wie gesagt, es gibt mittlerweile auch viele weitere Shades. Wir haben für sehr helle Haut, wir haben Medium, wir haben Summer Tan und wir haben auch schon dunklere Shades. Also Asam schläft nicht, Asam macht weiter und das Magic Finish ist eins eurer Favoriten, genauso wie von mir, weil es einfach super, super schnell geht. Bleiben wir doch aber gleich beim Make-up und ich weiß, es passt jetzt nicht so ganz in die Isana vs. Balea, ich muss es aber trotzdem einfach nochmal mitnehmen und das ist die Nude Matte Palette von Rival de Loop. Die Eyeshadow Palette, die erinnert mich so ein bisschen an eine Make-up bei Mario Palette, wenn ich ehrlich bin, weil sie halt sehr basic ist. Die ist langweilig, die ist schlicht. Die ist basic. Genau das ist das, was ich mag. Gerade diese oberen Töne sind perfekt für Augenbrauen, wenn ihr blonde Haare habt oder graue Haare, weiße Haare habt. Ihr habt sehr helle, sehr, sehr kühle Farben. Das sind fast alles kühle Farben, bis auf diese beiden hier. Die sind warm, der Rest ist kühl. Perfekt für die Augenbrauen. Oder was ich total gerne mache, ist, ich nehme diese hellen Töne und setze mich hier so ein paar Lichtpunkte hin. Nur ganz, 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 ganz kleine. Um das Gesicht ein bisschen zu liften, um so ein bisschen Form zu geben. Ihr könnt damit matte Highlights setzen, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt vielleicht eure Nase ein bisschen konturieren, ihr mögt aber diese Glitzereffekte nicht. Da ja alles mit dabei. Diese Palette ist meiner Meinung nach einer der Geheimtipps aus der Drogerie. Vielleicht nenne ich das Video auch Geheimtipp. Oder der. Eigentlich, ich könnte ein ganzes Video zu dieser Palette machen. Wenn ihr wollt, mache ich dazu mein ganzes Video. Wird wahrscheinlich keine Maus interessieren, aber das ist einfach so ein perfektes Produkt. Da ist alles mit dabei. Die ist natürlich jetzt nicht pigmentiert wie eine Make-up bei Mario Palette, aber ihr kennt mich mittlerweile. Ich möchte Lidschatten haben, die nicht so. Ich möchte nicht eine Stunde lang sitzen und verblenden. Ich möchte mein Auge ein bisschen formen. Ich möchte mein Auge ein bisschen betonen, am unteren Wimpernkranz lang gehen, um einfach so ein bisschen Tiefe und Dimension ins Auge zu bringen. Dafür ist die perfekt und die kostet 3,99 €. 3,99 €. Das ist ein Witz. Das ist wirklich ein Witz. Die hält gut. Das Packaging ist natürlich, bin ich ehrlich, es ist billig. Aber das Ding ist ja auch preisgünstig. Und wir kommen zu dem absoluten. Nein, 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 nein. Ich habe noch ein Produkt. Ein Produkt, welches ich euch gerne nochmal mit auf den Weg geben würde. Ich ärgere mich so ein bisschen über mich selbst. Ich habe nämlich mir neulich ein anderes Produkt für meine Füße gekauft. Und das ist okay. Es riecht sehr gut. Aber ich habe vergessen, dass ich das hier ja noch habe. Das ist von Fußwohl das Pflegebalsam. Trockene, strapazierte Füße. Und meine Füße, es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was da los ist. Wahrscheinlich ist es, dass viele laufen im Moment, dass meine Füße einfach
Sie betteln um Pflege. Und das ist mit Avocado und Mandelöl sehr reichhaltig. Funktioniert auch gut als Handcreme, ist dann aber ein bisschen schmierig. Eine kleine Menge reicht. Das hier reicht für meine ganze Ferse. Ich mache es jetzt mal, ich zeige euch meine Füße nicht. Das findet ihr auf anderen Kanälen. Geheimtipp. Ich bin ja jetzt nicht die Maus, die regelmäßig kurze Kleidchen trägt. Oder ich zeige nicht so häufig Bein. Aber ich erinnere mich an eine Zeit, da hatte ich sehr, sehr trockene Haut an den Beinen. Ein kleines bisschen rauf und dann habt ihr nicht so einen Glanz, nicht so einen öligen Film wie hier, sondern die Hautschüppchen werden so ein bisschen rangedrückt. Das sieht sehr, sehr gut aus auf den Beinen, auch als Beincreme, als Unterschenkelcreme, aber als Fußcreme ganz, ganz toll. Sehr pflegend, Allantoin und Panthenol. Auch hier ist das mit drin. Jetzt aber mein absoluter, absoluter, absoluter Favorit und ich bin wütend, dass es nicht früher rausgekommen ist. Isana Milky Moisturizer. Mittlerweile die zweite Flasche. Ich mache damit alles. Ich bin aus verschiedenen Gründen von dem No Cosmetics Liquid Hydrator weg. Weil möchte ich nicht weiter darauf eingehen. So, Isana, das ist genial. Ich bade da drin. Ich nehme es für mein Gesicht. Es ist so feuchtigkeitsspendend. Glycerin-Hyaluron-Komplex. Beruhigt, versorgt die Haut langanhaltend mit Feuchtigkeit, unterstützt die intakte Hautschutzbarriere. 3% Glycerin-Hyaluron-Komplex. Spektakulär. Es ist eine sehr dicke Textur, die zieht toll ein. Und wisst ihr, was ich damit mache? Ich bade da drin. Also ich bade nicht da drin, mein Gott, ich bin nicht Bronze. Aber ich nehme ein bisschen mehr und gehe damit an meinen Körper. Es ist einfach, es zieht schnell ein. Es klebt nicht am Körper wie so eine Bodylotion. Es ist super sensitiv. Es ist natürlich auch parfümfrei. 12 von 10. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich habe noch keine leere Pumpe gefunden. Ich will das mal als Fixing Spray ausprobieren, weil ich glaube, dass das ein absoluter Game Changer sein könnte. Es ist sehr, sehr dick, aber es ist sehr, 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 sehr gut. Also, wenn ihr nichts aus dem Video mitnehmt, gibt es einfach wenig Gründe, die dagegen sprechen, Eigenmarken der Drogerien auszuprobieren. Deswegen schreibt mir gerne mal eure Isana und Balea-Favoriten in die Kommentare. Und als kleine Erinnerung für euch, schaut doch einfach mal bei Asam Beauty vorbei. Dort findet ihr aktuell viele, viele tolle Aktionen, egal ob für euch, für euren Mann, für eure Mama, für euren Papa, für wen auch immer ihr wollt. Es gibt ein bisschen was zu sparen mit meinem Code natürlich und ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Denkt bitte unbedingt an eure Empfehlungen. Ich freue mich darauf sehr und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf.